Computer aufzeichnen. So, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Wie schon gesagt, ich hatte versprochen, dass ich, wenn ich bei 1000 YouTube-Abonnenten bin, dass ich einen Livestream mache. Bei 8000 Instagram-Followern werde ich dann demnächst machen. 25 fehlen noch, also falls ihr auf Instagram seid und könnt mir da schnell irgendwie ein Abo hinterlassen, dann ist der nächste Livestream nicht lange entfernt, nicht weit entfernt. So, worum soll es heute gehen? Also hatte ich schon angekündigt, das Thema ist nicht ganz eigennützig für mich, weil ich mittlerweile feststelle, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter in den Keller geht. Und das stört mich ganz besonders in meinen Seminaren. Denn wenn jemand in meinem Seminar nicht richtig aufmerksam ist, dann kann unter Umständen die Hypnose nicht richtig wirken. Ja? Meine Seminare sind nicht dazu gedacht, dass du deinen Körper da reinstellst. Ja, dann bist du mit deinem Geist abwesend und dann kannst du irgendwann deinen Körper abholen und dann ist der irgendwie wie neu. Ich arbeite mit dem Kopf, mit dem Geist. Und mittlerweile geht die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter runter und das liegt zum Beispiel an diesen Dingern hier. Ja, unsere Handys. Bevor das iPhone auf den Markt gekommen ist, hatte der Mensch eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden. Also 12 Sekunden ist jetzt auch nicht so richtig, richtig lange. Aber durch das Handy, durch die Smartphones, sind wir jetzt runter auf 8 Sekunden. Nur zum Vergleich, ein Goldfisch hat 9 Sekunden. Das heißt, der Mensch hat weniger Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Und das kriege ich immer wieder mit, dass ich zum Beispiel etwas erkläre und hinterher wird nachgefragt, obwohl ich es schon ganz intensiv erklärt habe. Dementsprechend werde ich jetzt solche Sachen rumschicken. Das heißt, bevor jemand zu mir ins Seminar kommt, soll er bitte erstmal die Hypnose machen, um wirklich achtsam zu sein. Und für euch kann ich nur sagen, ja, ich kann euch nur raten, an dieser Stelle euer Handy mal auszulassen. Ja, das dauert hier vielleicht eine Stunde, aber einfach mal eine Stunde. Achtsam sein, aber mal eine Stunde Ruhe zu haben und sich wirklich hier drauf zu konzentrieren. Denn es ist eben wichtig, damit das Ganze auch wirklich funktionieren kann. Da möchte ich euch noch ein paar andere Tipps geben, um eben achtsamer zu werden im Alltag. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Atemtechniken. Es gibt zum Beispiel die 444-Technik. 4 Sekunden lang einatmen, 4 Sekunden lang die Luft anhalten und 4 Sekunden lang die Atmung ausatmen. Ja? Das haben zum Beispiel die Jäger damals gemacht, um eben sich zu konzentrieren und zu fokussieren, ja, um dann eben bei der Jagd erfolgreich zu sein und um dann eben in Ruhe das Gewehr halten zu können. Was passiert dabei, wenn du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenkst? Ja, dann bist du vom Außen abgelenkt, du bist dann eben bei dir, du bist im Hier und Jetzt. Ja, dein Atem passiert ja hier und jetzt und du bist halt nicht überall im Außen irgendwo und nicht wirklich in dir und nicht wirklich bei dir. Wir haben ja auch mittlerweile die Problematik, man sieht ja auch immer wieder die Bilder, dass Menschen zu einem Konzert gehen. Und dann, wenn es losgeht, dann halten die ihr Handy hoch und streamen das, beziehungsweise sie filmen das. So, das heißt, sie sehen die Welt nur noch durch ihr Handy und sind gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Ja, sobald du schon dein Handy in der Hand hast, bist du schon mit den Gedanken, ich zeige das irgendjemanden, und bist dann schon raus aus dem Hier und Jetzt. Ja? So, also Atemtechnik 4, 4, 4. Ja? Ganz einfach zu merken, machst du dann nochmal 4 Minuten lang, setzt du nochmal eine 4 hinten dran und kannst dich dadurch erden. Weitere Übungen, um achtsam zu sein. Es gibt so ganz simple Übungen, dass du zum Beispiel beim Duschen, ja, du hast jetzt die Zeit, während du duschst, einfach mal, um gleichzeitig deine Achtsamkeit zu trainieren. Du guckst, wie riecht die Seife, wie fühlt sich die Seife an, welche Temperatur hat das Wasser, ja, mit den Füßen nimmst du das Wasser wahr. Und solche Situationen, die hast du ja sowieso alltäglich. Das heißt, du musst jetzt nicht immer zusätzlich Zeit einsetzen, sondern kannst diese Zeit nutzen, um dich dann eben in Achtsamkeit zu üben. Oder während du
wenn du keine Geschirrspülmaschine hast, während du abwäschst oder irgendwas anderes machst, während du putzt, dass du solche Dinge wirklich aufmerksam machst und wirklich konzentriert und fokussiert im Hier und Jetzt bei deiner Tätigkeit bist. Und das ist ja die Problematik, dass wir da eben nicht mehr sind, weil unser Unterbewusstsein dann ständig auch irgendwo nach anderen Sachen sucht, weil wir dann mit den Gedanken woanders sind. Ja, zum Beispiel ein Beispiel, was Achtsamkeit angeht. Ich habe letztens einen tollen Versuch gesehen. Da hatte man ein Männerschlafzimmer und ein Frauenschlafzimmer. Und man hat verschiedene Geräusche eingeblendet und hat dann geschaut, wie reagiert Mann und wie reagiert Frau. Und bei den Frauen war zum Beispiel Geräusche, irgendwelche Geräusche, die um sie herum passierten, haben sie nicht darauf reagiert. Und dann haben sie ein Baby-Geräusch gemacht. Sie haben halt Säuglingsgeräusche im Flur, ja, abgespielt und die Frauen sind sofort wach geworden. Warum? Weil die Achtsamkeit liegt dann eben da, gerade wenn eine Frau auch noch Mutter ist, ja, dieser Mutterinstinkt. Und dahin wird dann der Fokus gelenkt. Die Männer haben weitergeschlafen. Ja, die Männer haben weitergeschlafen. Bei denen war es dann so Geräusche von Einbrechern, ja, dass die dann eben darauf konditioniert waren und dann da losgegangen sind. Und je nachdem, welchen Auftrag wir unserem Unterbewusstsein eben zuteilen, da lenkt das Unterbewusstsein dann eben auch die Aufmerksamkeit hin. Und das kann man eben auch schulen, dass wir uns wieder auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Du kannst auch dir zwischendurch einfach mal mit deinem Smartphone einen Wecker stellen, dass du sagst, so, pass auf, jedes Mal um 16 Uhr, ja, klingelt mein Handy und in diesem Augenblick nehme ich mal alles um mich herum ganz deutlich wahr. Ich nehme wahr, was um mich herum gerade passiert, an Geräuschen, wie ich mich gerade fühle, ich nehme mal meinen Körper wahr. Und das kannst du immer wieder machen und dann wirst du eben achtsamer, trainierst dich besser darin. Ja? Und ich möchte euch heute nochmal zusätzlich mit der Hypnose unterstützen, indem ich ja, euch in einen entspannteren Zustand bringe und dann dafür sorge, dass eure Aufmerksamkeit eben auf das Hier und Jetzt gerichtet ist, wie die Aufmerksamkeit von der Frau eben auf Säuglingsgeräusche gerichtet ist oder die Geräusche ja, des Einbrechers dem Mann eben dazu bringen, dass er aufhorcht. Ja? Ist nichts anderes als eine Konditionierung, als ein Training. Ihr habt an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit, in den Chat was reinzuschreiben, wenn ihr Fragen habt. Eine Frage an euch, die ich jetzt habe: Seid ihr das erste Mal dabei oder habt ihr schon mal eine Hypnose gemacht? Wer ist das erste Mal hier? Haben wir welche? Einmal, schon gemacht. Erstes Mal hier, okay. Erstes Mal. Schon öfter, schon gemacht. Live in Berlin. Schon öfter, zweites Mal. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall welche dabei, die noch keine Hypnose bei mir hatten. Oder generell. Also muss ja nicht bei mir gewesen sein. Also einmal kurz zur Hypnose. Ich bringe euch in einen entspannteren Zustand. Ihr seid weiterhin bei euch. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr weggetreten seid. Ich brauche auch eure Kontrolle nicht. Ja? Ich fange jetzt nicht an, euch irgendwie zu kontrollieren. Es geht auch nachher keiner gackernd irgendwie nochmal raus. Es ist so, dass ich euch einfach nur entspanne, ein bisschen tiefer bringe noch als die Meditation. Manchen gelingt es ganz leicht. Bei manchen braucht es ein bisschen. Auch jeder Mensch ist unterschiedlich stark hypnotisierbar. Die einen rauschen tief in die Hypnose, bei den anderen, da braucht es ein bisschen, bis sie sich richtig darauf einlassen, entspannen können. Manchmal braucht man auch ein paar mehr Sitzungen, damit man sich richtig darauf einlassen kann. Das ist bei allen unterschiedlich. So, und ich bringe euch in den entspannten Zustand und dann gebe ich euch einfach nur ein paar Suggestionen. Ja, ich sorge einfach nur dazu, Anregungen zu geben, dass dein Unterbewusstsein in Zukunft deinen Fokus auf Dinge lenkt, die deine Konzentration eben erfordern, dass du klarer wirst im Kopf, solche Dinge. Na?
Ich werde dich aber nicht manipulieren und es ist auch noch keiner eingeschlafen und danach nicht wieder aufgewacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mal ein Webinar gemacht hätte und seit einem Jahr sitzt da eine Person und die schläft und die wacht halt nicht mehr auf. Also sowas kann auch nicht passieren, weil viele denken, man könnte irgendwie in der Hypnose entschlafen. Das passiert nicht. Ne? So, habt ihr noch Fragen dazu oder wollen wir einfach starten? Also ich mache das Freestyle. Ich lese nicht ab. Das sind oft die besten Hypnosen, wenn ich es dann eben Freestyle mache. Ich habe mittlerweile meine Texte im Kopf, weil ich das halt so oft schon gemacht habe. Beziehungsweise ich baue mir meine Texte in Echtheit, in Echtzeit zusammen. Okay, meine Lieben, dann lasst uns doch mal anfangen. Und zwar dürft ihr eine für euch entspannte Körperhaltung einnehmen. Du darfst dich hinlegen, du darfst dich hinsetzen, ganz wie du das möchtest. So wie du dich wohlfühlst. Und wenn du deine für dich entspannte Position erreicht hast, dann darfst du auch schon deine Augen schließen. Und du darfst, während du deine Augen geschlossen hast, auch deine Position zwischendurch verändern. Du darfst niesen, du darfst husten, all das wird die Hypnose nicht unterbrechen. Und du darfst dich jetzt einmal wohlfühlen damit, nichts zu tun. Einfach nur auszuruhen. Mir die Arbeit überlassen. Dann beobachtest du einfach mal deine Atmung und nimmst deinen Atem mal ganz bewusst wahr. Du nimmst wahr, wie die Atemluft in deine Nase hineinströmt. Und vielleicht kannst du sogar den Punkt ausmachen, wo die Atemluft eine gewisse Kühle in deiner Nase erzeugt. Irgendwo trifft die Atemluft auf einen Punkt und erzeugt eine gewisse Kühle. Vielleicht kannst du diesen Punkt ausmachen. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, dass wann immer du ausatmest, deine Luft erwärmt ist. Dass die Luft, die in deine Nase hineinströmt, kühler ist als die, die beim Ausatmen aus deiner Nase herausströmt. Und weiter gibt es nichts für dich zu tun. Du darfst einfach ausruhen, es dir gut gehen lassen, dich darauf einlassen, dass ein anderer Teil von dir immer aufmerksamer wird und nur noch auf den Klang und die Betonung meiner Stimme hört. Um dann dafür zu sorgen, dass all meine Worte genau die Orte erreichen, wo sie am besten für dich wirken können, ohne dass du selbst wissen musst oder wissen kannst, wo das ist. Lass einfach etwas mehr los. Lass dich einfach darauf ein, dass meine Worte auf dich wirken können. Und während du immer entspannter wirst, überwacht dein Unterbewusstsein deine Vitalwerte für dich. Deine Atmung, dein Herzschlag. Und es sorgt dafür, dass es dir zu jeder Zeit gut geht. Und während du immer tiefer sinkst, dürfen deine Gedanken weiterhin kommen und gehen. Du darfst denken. Du musst aber nicht denken. Es ist auch nicht wichtig, an etwas Bestimmtes zu denken. Denn deine Gedanken spielen ohnehin keine Rolle mehr. Denn sie rücken immer weiter in den Hintergrund, während sich das Unterbewusstsein ganz weit öffnet. So wie ein großes Tor sich öffnet, um all meine Worte hineinzulassen.
zum richtigen Ort zu bringen. Lass dich einfach darauf ein, dass meine Worte auf dich wirken können. Lass einfach noch etwas mehr los. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Dein Herzschlag geht ruhig, kräftig, sicher und regelmäßig. Deine Aufmerksamkeit ist nach innen gelenkt. Und du bist ganz bei dir und du bist ganz ruhig und entspannt. Und alles, was im Außen ist, wird unwichtig. Auch wenn du alles, was im Außen ist, weiterhin wahrnehmen kannst. Du kannst die Temperatur auf deiner Haut spüren. Vielleicht kannst du etwas riechen. Vielleicht kannst du etwas schmecken. Du kannst die Unterlage an deinem Körper wahrnehmen. Doch all diese Eindrücke sorgen noch dafür, dass es dir leichter fällt, loszulassen. Um zuzulassen, dass dein Unterbewusstsein für dich ein paar Dinge zu deinen Gunsten verändern kann. Denn dein Unterbewusstsein ist der Teil in dir, der dich in- und auswendig kennt. Es begleitet dich schon ein ganzes Leben lang. Niemand kennt dich besser. Dein Unterbewusstsein ist auch der Teil in dir, der deine Aufmerksamkeit lenkt. Auf ganz bestimmte Dinge. So sorgt es dafür, dass du bestimmte Dinge wahrnimmst, während andere Dinge, die zur gleichen Zeit vorhanden sind, dein Interesse nicht wecken können. Niemand kennt dich besser als dein eigenes Unterbewusstsein. Und wer wäre also besser dafür geeignet? Dinge zu verändern. So zu verändern, dass du in Zukunft aufmerksamer und achtsamer bist. Denn wer aufmerksamer ist, kann viel intensiver am Leben teilnehmen, ist präsenter im Hier und Jetzt So sorgt dein Unterbewusstsein, dass du schon bald die Veränderung bemerkst, die diese Hypnose mit sich bringt. Und während du tiefer sinkst und noch weiter entspannst, bekommt dein Unterbewusstsein ein paar Aufträge von mir. Und du darfst ruhen. Für dich gibt's nichts zu tun. Dein Unterbewusstsein richtet alles für dich neu ein, so wie es gut für dich ist. Lass dich einfach darauf ein, lass einfach noch etwas mehr los, damit dein Unterbewusstsein den Raum und die Bühne bekommt, für dich die gewünschte Veränderung herbeizuführen. Und während du tiefer sinkst und immer weiter entspannst, lässt dein Unterbewusstsein einmal die vergangene Zeit Revue passieren. Und schaut einmal für dich nach, ob es Situationen gegeben hat, in denen du unaufmerksam gewesen bist. Und dadurch nicht intensiv am Leben teilgenommen hast. Vielleicht hast du sogar Dinge dadurch verpasst.
Dein Unterbewusstsein kann in nur einer Sekunde über 80.000 Daten verarbeiten. Es braucht nicht lang, um die vergangene Zeit Revue passieren zu lassen, um Erkenntnisse zu erlangen. Informationen zu sammeln, um dann für dich anzuwenden. So anzuwenden, dass du in Zukunft die Veränderung verspürst und aufmerksamer und achtsamer bist. Dabei bedenkt dein Unterbewusstsein alles, was zu bedenken ist. Ist es vielleicht so, dass du gestresst bist und dadurch oft abgelenkt bist? Dann kann dein Unterbewusstsein hier einmal nachschauen, was es für dich tun kann, um mit Stresssituationen besser umzugehen. Welche Fähigkeiten und Ressourcen du dafür zur Verfügung hast. Der Verstand kann nicht wissen, was das Unterbewusstsein weiß. Aber das Unterbewusstsein kann den Verstand wissen lassen, die richtigen Einstellungen treffen. Lass dich einfach darauf ein, dass meine Worte auf dich wirken können. Weiter gibt es nichts für dich zu tun. Was kann getan werden, damit du in Zukunft gelassener bist? Denn wer gelassener ist, ist weniger abgelenkt. Welche Fähigkeiten und Ressourcen und Möglichkeiten gibt es, damit du in Zukunft in dir ruhst? Vielleicht gibt es auch etwas an deiner Ernährung, was dein Unterbewusstsein verändern kann. Vielleicht gibt es etwas, das du aktuell isst, das dazu führt, dass du unruhig bist. Der Verstand kann nicht wissen, was das ist, aber das Unterbewusstsein weiß es genau und sorgt dafür, dass du in Zukunft das Interesse an diesen Dingen, die der Körper nicht gebrauchen kann, ganz einfach verlierst. Ohne dass ein Gefühl von Verzicht dabei entsteht. Dein Unterbewusstsein sorgt dafür, dass du in Zukunft in Situationen, in denen du zuvor unaufmerksam gewesen bist, nun achtsamer bist. Immer wiederholt es dich zurück. Lenk deinen Fokus auf das Hier und Jetzt. Und jedes Mal, wenn dir diese Veränderung auffällt, dann freust du dich. Dein Unterbewusstsein sammelt erneut Informationen, um all meine Worte und Suggestionen noch tiefer in dir zu verankern. Sodass sie dir auch erhalten bleiben, dich weiterhin unterstützen können. Denn all meine Worte sind gut für dich und gut für deinen Körper. Vielleicht kann dein Unterbewusstsein auch etwas an deiner Schlafqualität verbessern, sodass du in Zukunft besser schlafen kannst. Denn wer ausgeschlafener ist, ist konzentrierter und gelassener.
Niemand kennt dich besser als dein eigenes Unterbewusstsein. Es weiß genau, was zu tun ist, um dafür zu sorgen, dass du in Zukunft achtsamer bist den Fokus wieder im Hier und Jetzt hast, weniger abgelenkt bist und konzentrierter arbeiten kannst, sollte das notwendig sein. Vielleicht ist es auch so, dass du immerzu zum Handy greifst, obwohl es gar nicht sinnvoll ist. Weil es keinen Nutzen für dich hat. Nein, ganz im Gegenteil, dich sogar vom Wesentlichen ablenken kann. Dann kann dein Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du das Interesse an deinem Handy ganz einfach verlierst, wachsam und achtsam bist und nur noch dann zugreifst, wenn es angemessen ist. Und stell dir doch mal vor, du bist ruhig und entspannt im Hier und Jetzt. Nimmst alles wahr, was wichtig für dich ist. Stell dir vor, dein Verstand, dein Fokus und deine Konzentration, all das ist messerscharf. Stell dir das doch mal vor. Kaum etwas kann dich noch aus der Ruhe bringen. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Du ruhst in dir selbst, im Hier und Jetzt. Und sollten die Gedanken einmal abschweifen, fällt es dir vollkommen leicht, sie zurückzuholen, auf die wesentlichen Dinge zu lenken. Und du darfst dich überraschen lassen, wie du die Veränderung wohl als erstes bemerken wirst. Wird es so sein, dass du weniger zum Handy greifst? Oder wird es so sein, dass du Dinge intensiver wahrnehmen kannst? Alles, was du riechst, alles, was du siehst, alles, was du schmeckst, alles, was du fühlen kannst. Lass jetzt noch etwas mehr los. Lass dich mal vollkommen darauf ein, dass meine Worte auf dich wirken können. Weiter gibt es für dich nichts zu tun. Du darfst einfach ausruhen. Dein Unterbewusstsein für dich arbeiten lassen. Während dein Körper die Situation nutzt, um zu regenerieren, um zu heilen, sollte das notwendig sein.
Denn immer dann, wenn der Körper ruht, immer dann, wenn der Körper entspannt ist, kann er sich um all die Dinge kümmern, für die er sonst keine Zeit hat, weil er zu beschäftigt ist, zu abgelenkt ist. Lass noch etwas mehr los. Lass dich vollkommen darauf ein, dass meine Worte auf dich wirken können. Weiter gibt es nichts für dich zu tun. Du darfst das genießen, dich erholen, entspannen. Wenn jemand anderes für dich die Arbeit erledigen kann. Der Verstand kann nicht wissen, was das Unterbewusstsein weiß. Der Verstand darf ruhen. Das Unterbewusstsein weiß, was zu tun ist und sorgt für dich in deinem Interesse, dass du schon bald die Veränderung bemerkst, die diese Sitzung mit sich bringt. Und dann, wenn du sie bemerkst, dann erinnerst du dich. Du freust dich darüber, dass alles so wunderbar funktioniert hat. Dein Unterbewusstsein nutzt dann die Situation, um all meine Worte und Suggestion erneut in dir zu verankern. So wirst du tagtäglich besser darin, konzentrierter und achtsamer zu sein, die Gedanken zurückzuholen, bei dir zu wohnen und ruhiger und gelassener zu bleiben. In Situationen, in denen du zuvor unruhig und abgelenkt gewesen bist. Lass dich einfach darauf ein. Lass noch einfach etwas mehr los. All meine Worte erreichen all die Orte, wo sie am besten für dich wirken können, ohne dass du selbst wissen musst und wissen kannst, wo das ist. Lass noch etwas mehr los, lass meine Worte noch etwas auf dich wirken, bevor ich dich dann zurückholen werde, ins Hier und Jetzt. In diese Zeit. In einen Körper mit einem Geist, der ein Update erhalten hat. Konzentrierter ist. Aufmerksamer und achtsamer im Alltag ist. Ich werde gleich für dich von 1 bis 5 zählen. Mit jeder Zahl, die ich zähle, kommst du mehr zu dir, wirst wacher und frischer und bekommst immer bessere Laune. Es darf sogar so sein, dass wenn du zurück bist, du so gute Laune hast, wie schon lange zuvor nicht mehr. All meine Worte sind dann tief und fest in dir gespeichert und begleiten dich. Zähle nun gleich für dich von 1 bis 5. Bei 5 öffnest du die Augen, bist wieder ganz klar zurück im Hier und Jetzt. Fühlst dich vollkommen ausgeruht, gut gelaunt und gelassen. Zu einer späteren Zeit wird es dann aber dir ganz leicht fallen, in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu sinken, aus dem du erst dann wieder erwachst, wenn es an der Zeit für dich ist.
Bei 1 nimmst du ein Kribbeln in deinem Körper wahr, frische neue Energie strömt in deinen Körper zurück und füllt ihn nach und nach immer weiter. Bis er bei 2 komplett aufgeladen ist, so wie ein Akku auf 100%. Die gute Laune steigt. 3, dein Herzschlag und deine Atmung kommen auf ein für dich optimales Niveau zurück. So wie es perfekt für dich ist. 4, mach dich bereit, gute Laune steigt in dir auf. Und dann öffnest du nun bei 5 deine Augen. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid alle wieder zurück. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Habt ihr an der Stelle irgendwelche Fragen an mich oder habt ihr irgendwie noch ein Feedback für mich? Vielleicht wart ihr ja in einem Seminar von mir. Wollt mir noch ein Feedback hinterlassen? Schlafqualität habe ich natürlich mit eingebaut. Dein Mann ist wieder eingeschlafen. Okay. Ich war im September 2023 in Hannover. Heute sind es 7 Kilo weniger. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Zumindest grinse ich gerade im Kreis. Das ist schön. Gute Laune ist immer gut, gerade in der heutigen Zeit. Ja, du kannst dir aber diese Hypnose dann zu einem späteren Zeitpunkt, also da hat die Melodie gefehlt, nochmal bei YouTube zum Beispiel angucken und dann kannst du dir deine persönliche Glücksmelodie dazu anmachen. Über 1000 Zigaretten nicht geraucht, das ist sehr gut. Und eine Menge. 1000 Zigaretten ist eine Menge. 6 Kilo weniger seit Oktober. Sehr schön. 4,5 Kilo runter seit 7.1. Schlafe richtig gut, das ist auch gut. Nichts Süßes mehr, auch sehr gut. Der Hund schnarcht. Ja, meine Hündin schnarcht auch immer, wenn ich eine Hypnose mache. Wenn ich Süßkram esse, wird mir schlecht. Das ist neu. Ja. Gut, wenn man es nicht mehr mag. Wieder 2 Kilo abgenommen. Sehr gut. Ich sehe schon, es läuft bei euch. Das finde ich super. 8, 29.8. minus 12 Kilo ist auch ein Brett. November 5 Kilo leichter. Insgesamt jetzt 11 Kilo runter. Oh, 23 Kilo seit August 23. Seit August 30 Kilo. 13 Kilo weg. Ja, das freut mich natürlich. Und man sieht halt, wie es funktioniert, ne? 1500 Kippen nicht geraucht. Über 4000 Euro gespart. Plus 3 Kilo. Das zugenommen. Ja, das Abnehmen bzw. Rauchentwöhnung ist natürlich. Darmkur machen, ja, mit Probiotika arbeiten kann ich euch nur empfehlen. Und natürlich auch ein bisschen mehr bewegen dann noch.
durch die Zigaretten, wenn man rausgeht, ja, jeder Gang macht schlank, heißt es ja so schön. Also ein paar Kilokalorien kann man dann natürlich auch nochmal einsparen, selbst durch diese Gänge. Danke, super. 8 Kilo weniger seit Dezember, auch krass. November 6 Kilo. Am September in Goslar 16 Kilo weg. Ja, läuft, läuft. Ich sehe schon, läuft super. Lasst mir weiterhin Feedback da. Wie gesagt, nächste Hypnose, kostenlose Hypnose gibt es dann, wenn ich bei Instagram die 8000 geknackt habe. Das waren ja jetzt ein paar Leute, vielleicht habt ihr zwischendurch schon was gemacht und dann sehen wir uns bald wieder. Und diese Hypnose werde ich dann in Zukunft auf YouTube hochladen. Gebt mir ein bisschen Zeit, 1, 2 Tage, bis ich sie dann hochgeladen habe. An dieser Stelle, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag. Bleibt gesund, dann freue ich mich, bald wieder von euch zu hören und wünsche euch, ja, bis bald, alles Gute. Ciao.